Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Amazon-Haul für dich, denn es hat sich mal wieder einiges angesammelt. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es hat sich tatsächlich wirklich einiges angesammelt, weil ich bin ja auch als Produkttester unterwegs und bestell dafür dann ja über Amazon. Das verlinke ich dir unten mal in der Infobox, da kannst du gerne mal vorbeischauen. Ja, da kriegt man dann nämlich Produkte deutlich günstiger. Und was soll ich sagen, ich fange einfach mal an. So, ja, denn ich habe hier nicht mal die Möglichkeit, auf meinem Tisch mir irgendwas hinzustellen, zu trinken, sprich einen Kaffee. Das ist echt furchtbar. Okay, also. Ich fange einfach mal hier mit an. Das hier sind Luftpolster-Umschläge. Die habe ich mir jetzt ganz normal und regulär bestellt, weil ich mache ja Verlosungen, ich verschicke Sachen und dafür brauchst du halt immer irgendwie einen Luftpolster-Umschlag. Und da habe ich mir jetzt hier die G7 geholt, die habe ich eigentlich immer und die bestelle ich mir dann immer in rauen Mengen. Also das ist ein ganzer Karton, den ich damit voll habe. Aber dennoch wollte ich den zeigen, weil ich das bei Amazon bestellt habe und ja. Die verwende ich, die finde ich super, die schützen die Produkte. Das sind einfach ganz normale Umschläge, die dann halt von innen nochmal gepolstert sind. Da hast du dann einfach von innen nochmal so eine Luftpolsterfolie drin. Und ja, das schützt die Produkte und das macht alles irgendwie sicherer. Und deswegen habe ich die bestellt. Es ist ja, also heute, wenn ich das Video drehe, ist Muttertag, aber sehr bald ist Vatertag. Und da wollte ich, und mein Papa hat auch im Juni noch Geburtstag, da wollte ich dann halt schon mal so ein bisschen was holen. Das erste, was ich geholt habe, habe ich meinem Freund dann zur Anprobe, sage ich mal, gegeben. Also er sollte gucken, ob es passt und er wollte es einfach direkt behalten, weil er das so toll fand. Das ist von Adamant Premium Barbecue Accessoires. Achso, ich verlinke dir natürlich auch alle Produkte unten in der Infobox. Ne? Das sind so Hitzehandschuhe, die kommen echt schön verpackt an. Also das ist eine perfekte Geschenkverpackung, aber er sagte direkt, nein, ich brauche die für den Kamin, ich brauche die, wenn ich am Grill stehe. Okay. Und da sind schon direkt Haare von Sammy dran. Ja, und das sind halt so Hitzeschutzhandschuhe, die halt dann auch vorne und hinten gummiert sind. Ne? Also das ist auch sehr, sehr praktisch. Und damit kannst du dann sowohl eine Grillzange oder halt das Kaminbesteck gut halten. Und du bist halt auch geschützt gegen die ganze Hitze und so. Und ja, die sind halt echt groß. Die halten hier unten durch so einen Gummizug. Also da kann dann auch nichts von unten reinkommen, wenn man die dann hier richtig anziehen würde. Und die haben hier auch so einen praktischen Magnetverschluss, sodass du die dann auch ganz praktisch einfach aufhängen kannst. Ja, auch das ist sehr praktisch. Ja, ne, fand ich ganz cool, sind mitgekommen. Und jetzt kann mein Freund sie auch endlich benutzen, weil ich sie ihm heute gezeigt habe. So, die nächsten zwei Teile sind aber wirklich jetzt für meinen Papa. Und zwar habe ich hier einmal so ein Wallet in der Farbe Schwarz. Und das ist so ein Kreditkarten-Etui, beziehungsweise für Visitenkarten, wenn man irgendwo auf einer Messe ist oder so. Sowas macht mein Papa halt auch öfters, ne, dass er eine Messe besucht. Und ja, das ist halt so ein Behälter. Und so ein Kästchen, das ist aus Kunststoff und das kann man, achso, ja, sollte ich euch mal zeigen, ne? Das kann man hier ganz einfach öffnen, zack, und dann fächert das automatisch auf. Da es schwarz ist, fängt die Kamera das meistens nicht so gut auf, aber du hast hier halt verschiedene Fächer auch mit drin und da können dann unterschiedliche Kreditkarten oder halt Visitenkarten reingemacht werden. Je nach Kategorie zum Beispiel, wenn man eine Messe besucht, ist das immer sehr gut und ja, das ist hier drin auch mit so einem Kunststofffächer, ja. Fand ich ganz praktisch und für ihn dann halt auch sehr passend. Na, kennt ihr auch diesen Typen? Den kennt ihr entweder aus der Werbung oder ihr kennt den aus Männersachen oder so. Dieses Pendant zu Ladykracher. Ich weiß nicht, wie genau das heißt, aber der heißt Antoine Monot. Also den hat man auch schon mal gehört oder gesehen. Und der ist tatsächlich auch ja in selbstständig geworden, wie auch immer man das sagen mag. Der hat eine Firma gegründet, Dream & Ensure, und hat dann diesen Kulturbeutel herausgebracht. Und den bekommt mein Papa dann, das finde ich auch sehr praktisch. Ja, das ist in einem schönen Schwarz und der hat halt echt viele Fächer. Der hat hier vorne einen Reißverschlussfach, also halt ein kleineres, für Sachen, wo du halt schneller ran musst, zum Beispiel Medikamente oder so, wenn du auf Reisen bist. Hier hinten hat er auch noch ein etwas größeres Fach für Sachen, wo man etwas schneller rankommen muss. Dann kannst du das hier noch aufmachen. Moment.
Genau, dann kannst du den nämlich, wenn du irgendwo unterwegs bist, erstmal so ganz normal hinhängen. Hast du hier oben sogar ein kleines Spiegelchen mit drin. Und das kannst du auch abmachen, wenn du möchtest. Ja, und hier halt ganz viele Taschen und Fächer und keine Ahnung. Dann auch noch hier so auf jeder Seite zwei Seitenfächer. Also das ist schon ein großes Teil und auch sehr, sehr praktisch, ne? Und sowas, finde ich, kann man auch sehr gut zum Vatertag verschenken, weil es einfach praktisch ist. Gerade wenn man weiß, dass der Papa dann vielleicht auch mal so ein paar Mal öfter reist oder so. Und man kann es halt auch ganz praktisch so tragen. Ich finde es auch von der Qualität her ganz gut, ne? Du hast hier unten sogar zwei so Füßchen. Das ist schwarz, das ist immer so schwierig, ne? Hier, diese Füßchen auf beiden Seiten, dass es die halt von unten nicht zerkratzt. Man hat es ja auch, wenn man solche Täschchen hat, die man halt dann auch hinstellt und die dann auch viel bewegt werden und so, dass das Material dann darunter leidet. Ich muss auch sagen, dass die Tasche jetzt nicht irgendwie gerochen hat oder so. Das hast du ja öfters, wenn Sachen angeliefert werden. Also du merkst schon die Qualität da drin. Und ja, ich glaube auch, dass es wasserabweisendes Material ist oder so, aber ne, finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und da wird Papa sich drüber freuen. Dann habe ich noch einen Technik. Ein Technik? Stimmt, Technik hieß der da, ne? Jetzt komme ich drauf. Ein Technikgerät, was ich gekauft habe. Und zwar ist das so ein Kopfhörer. Wireless Headphones. Fand ich von der Idee her total super. Weil ich dachte, Mensch, das ist doch praktisch. Dann hast du halt wirklich so Kopfhörer, die halt ohne Kabel funktionieren. Dann kann ich nämlich, wenn ich meine Videos schneide, mir den einfach aufsetzen. Und muss nicht halt immer diese Headphones vom Handy nehmen, so. Ja, aber dann kam es halt an. Du hast da zwar so ein Kabel mit dabei, aber da hast du halt auch keinen Anschluss für die Steckdose. Das heißt, ich habe da mein Ladekabel fürs Handy genommen. Und ja, die Qualität ist halt echt nicht die beste, ne? Deswegen, der wird auf jeden Fall zurückwandern. Die Soundqualität ist furchtbar. Also, ich konnte mir selber nicht mehr zuhören. Ich fand es ganz, ganz furchtbar. Es hat sich wohl gut angefühlt, aber auch die Ohrmuscheln fand ich ein bisschen klein. Ich habe ja so Ultra-Riesenohren. Und wenn ich mir den halt so aufsetze, dann sieht man, glaube ich, auch, ne? Der ist oben halt echt nicht am Kopf. Das heißt, der ist auch viel zu groß. Und Das wird zurückgehen. Ich habe schon den Rücksendeantrag gestellt und warte drauf, dass ich einen Rücksendeschein bekomme. Da war nicht mal eine Bedienungsanleitung dabei und das fand ich doof. Dann investiere ich vielleicht doch ein bisschen mehr Geld lieber da rein in halt gute Kopfhörer, wo dann halt auch die Soundqualität stimmt. Ne? Nein, das macht keinen Spaß. So, dann habe ich ja bald Geburtstag und da habe ich mir zum einen so ein Tütchen bestellt. Das sind so Luftballons, die da mit drin sind und ein Schriftzug, Happy Birthday. Und das wollte ich halt bei uns schön aufhängen. Ich habe ja schon von Action diesen Party-Schriftzug geholt, aber Happy Birthday wollte ich auch nehmen. Das hänge ich mir dann im Wohnzimmer schön auf. Ja, gratuliere ich mir selber zum Geburtstag, läuft, ne? Von der Qualität her weiß ich nicht. Also die Luftballons... Ach so, nee, verstehe. Die Luftballons, die hier gefüllt sind, so mit Glitzer, die sind halt noch vorne verschlossen. Da sieht man das, dieses Gummi auch, ne? Ich habe mich eben die ganze Zeit gefragt, warum. Okay, in der Kamera kommt das etwas orange rüber. Es ist aber so Kupfer, Roségold. Genau. Und ja, das habe ich mir auch bestellt. Kann ich jetzt schlecht zeigen und aufblasen, weil dann wird die Luft wahrscheinlich an meinem Geburtstag raus sein. Ja, aber das wollte ich auf jeden Fall nehmen und da freue ich mich drauf. Und ja. Fand ich cool. Und ich hoffe, dass es auch gut funktioniert, aber ich denke schon. Auch noch etwas, was ich für meinen Geburtstag bestellt habe, ist so eine Lampionkette, die werde ich im Garten aufhängen. Das sind halt verschiedene Größen und dann macht man da so eine Lichterkette rein und dann, ja, sieht das schön aus. Ja, und ich habe jetzt hier mal den kleinsten rausgenommen. Das ist einfach so ein Lampion, wie man die so kennt, ne? Die werden dann halt mit so einer Stange auch so gehalten und haben hier oben dann auch diese Aufhänger. Und dann kann man das aufhängen und dann macht man eine Lichterkette rein und dann ist das hübsch. Wahrscheinlich mache ich diese Lampen rein, die wir normalerweise für unseren Tannenbaum haben. Die sind nämlich kabellos und dann kann ich die einfach in diese Schiene mit reinmachen. Genau, du hast nämlich hier diese Metallviecher, ne, wo du quasi dann die Metallviecher machst und dann in die Luftballons rein und dann kannst du da entweder eine Lampe reinhängen oder du kannst da irgendwie eine Lichterkette reinhängen oder man klipst halt einfach diese kabellosen Teile vom Tannenbaum rein. Und so habe ich mir das vorgestellt. Und da ich eine Gartenparty mache, denke ich, dass es richtig schön aussehen wird. Ja, mega gut. Und du kannst dann vielleicht sogar noch so bunte Sachen da reinhängen. Wenn du zum Beispiel eine bunte Lichterkette hast, dann sieht das auch ganz cool aus. Ja, ich denke mir, es wird bunt genug werden. Also werde ich das mit ganz normal warm weiß machen.
mega unspektakulär. Ich habe eine Klobürste bestellt. Ne? Also, ist eine Klobürste. Hat hier oben halt so einen ganz normalen metallenen Griff. Dann ist es hier halt eine ganz normal schwarze Klobürste. Ich mag schwarz lieber als weiß. Weiß mag ich gar nicht. Das finde ich immer so ein bisschen... Du siehst halt alles drauf, was so Urinrückstände oder diesen Urinstein oder so, das bildet oder bleibt da halt dran. Und das hier ist dann halt so richtig aus Keramik oder so. Und das ist matt schwarz. Das gefällt mir auch ganz gut. Und ja, das fand ich auch ganz hübsch. Und das stelle ich bei uns an die Toilette. Ja, wird dann halt ja auch ab und an mal ausgewechselt. So ist das halt bei Klobürsten, ne? So, dann habe ich ein Wimpernserum bestellt. Genau, das... Hat normalerweise 40 Euro gekostet, aber wenn ich halt über die Produkttester-Seite bestellt habe, hat das nur 1,99 Euro gekostet. Der Wahnsinn, ja. Und das ist dieses hier, ja, von der Firma Coco Beauty. Das sieht jetzt hier in der Verpackung sehr schön aus. Auch wenn man die Verpackung aufmacht, das ist ganz hübsch. Ich habe da auch einen entsprechenden Testbericht schon geschrieben, halt zu First Impression, aber halt nicht zur Anwendung. Es sieht auch alles ganz schön aus, finde ich. Ne? Also du hast halt hier, es ist Plastik und nicht Glas. Ich habe den auch geschrieben, vielleicht wäre Glas da ein bisschen schöner gewesen. Dann mag ich auch dieses hier, dieses Goldene, was hier als Verschluss ist. Ne? Ja. Wenn man das rauszieht, das kleine Bürstchen finde ich auch ganz nice. Also da kann man nichts zu sagen. Das ist von der Größe ja ganz gut. Und da bin ich einfach mal gespannt, ob es halt wirklich wirkt. Denn es wird ja normalerweise auch tatsächlich 39,99 Euro kosten. Dann muss es ja auch gut sein eigentlich. Ich habe bei einem Angebot zugeschlagen. Ja, ich habe mir ganze viermal das Rosens Rosenwasser geholt. Ich bin jetzt wieder umgestiegen. Ne? Also ich benutze kein Micellenwasser mehr, ich benutze nur noch das Rosenwasser. Zum Abschminken benutze ich wirklich nur noch meinen Augen-Make-up-Entferner und den Rest mache ich halt mit diesem milden Schaumreiniger von Balea. Und ja, um halt mein Gesicht entsprechend zu tonen oder wie auch immer zu versorgen, benutze ich den Rosens Rosenwasser. Genau, also es hat nur für, also es war bei Amazon für 9,95 Euro zu haben und normalerweise kostet es ja doch ein bisschen mehr und da habe ich mir direkt 4 Stück von geholt. Jetzt habe ich wieder einen Vorrat. Eins ist auch schon in Verwendung bei mir. Genau, und die anderen 3 werden mit der Zeit folgen. Also ich kann es euch nur empfehlen. Also das ist halt, es wurde ursprünglich mal entwickelt in der Türkei, um halt wirklich Pickeln vorzubeugen. Ne? Also was ich hier auch so aufgrund Pilleabsätzen habe, ist es wirklich hilfreich, ne? Es ist natürlich. Es ist halt einfach... Also, ich lese es einfach mal vor, ne? Also, es spendet Feuchtigkeit. Das ist wirklich wahr. Also, du hast kein Spannungsgefühl. Wenn du das benutzt hast, das fühlt sich echt schön an. Gut, an den Geruch muss man sich gewöhnen, aber ich finde den wirklich gut. Es klärt und reinigt die Poren der Haut. Ja, absolut. Also, ich finde schon, dass das die Poren minimiert und dass das Hautbild verfeinert wird, genau, und dass das Gesicht sich auch gereinigter fühlt. Und das auf eine sehr natürliche Art und Weise. Und das finde ich so schön, ne? Es wirkt gegen Pickel und unreine Haut. Auch das kann ich bestätigen. Wenn du zum Beispiel dir diese Norbel Abschminkpads oder halt diese günstigen Mehrwegpads, wie auch immer, nimmst und dir da richtig ordentlich was drauf machst von dem Rosenwasser, und das dann wirklich auf deine unreine Haut drauflegst oder wenn du vergrößerte Poren hast, das wirklich wie so eine Maske auf deine Haut drauflegst und das dann wirklich 15 Minuten drauflässt, du fühlst richtig, wie dieses Produkt deine Haut beruhigt und wie es arbeitet. Das ist so schön. Ich kann euch das nur empfehlen. Es empfehlen so viele dieses Produkt und das ist vollkommen zu Recht. Es verengt die Poren, wodurch es die Haut strafft und damit Falten und Mitessern vorbeugt. Gut ist mit den Falten. Keine Ahnung. Das, ne, möchte ich in dem Sinne, kann ich nicht bestätigen, weiß ich nicht. Mitessern vorbeugen, ganz bestimmt. Also wenn es ja auch wirklich diese Wirkungsweise hat und du es wie eine Maske verwendest, absolut. Du kannst ja sogar diese Fließsachets holen, die halt wirklich auch genau wie ein Gesicht passen. Also quasi, als würdest du dir, es gibt ja diese Tuchmasken und dann halt eine Tuchmaske ohne Serum holen und das dann halt damit tränken und das dann komplett auf dem Gesicht auflegen für 15 bis 20 Minuten. Mega geil. Also ich kann euch das nur empfehlen. Es ist so ein tolles Produkt und ja, ich liebe es. Hatte ich zum Anfang überhaupt erwähnt, dass es eine Verlosung geben wird? Es wird eine Verlosung geben. Also ja, wieso? Oft bei mir, ne? Dann habe ich hier mir auch ein bisschen Schmuck bestellt. Ich komme mal wieder ein bisschen näher ran. So, und zwar einmal hier von Brandlinger Schmuck. Das ist hier in so einem Seidensäckchen, Samtsäckchen wird das geliefert. Das finde ich total schön von der Verpackung her. Man könnte es theoretisch halt so zumachen, zubinden und verschenken. Ja, und da drin hast du eine so schöne Kette. So ein Stern, so ein, ja, Himmelsrichtungsrose.
Heißt die so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich, dass es mich sehr daran erinnert und ich finde es total schön. Du hast diesen filigranen Stern als Haupt. Ich hole das mal eben hier raus. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. So sieht der Stern aus. Genau. Genau, du hast den filigranen großen Stern in der Mitte und außen drumherum diese vier kleinen Zacken sind quasi so, glitzern auch ein bisschen. Ich finde die total schön und filigran und mir gefällt das einfach. Ich finde die einfach toll. Ja, gefällt mir. Und ja, deswegen, die lasse ich jetzt um, weil wir fahren ja gleich zu meiner Mama zum Muttertag und ich finde, da kann man auch so eine schöne Kette mal tragen. Die kann man auch im Alltag gut tragen, ne? Also die, ja, stört nicht, die ist toll, die gefällt mir. Die gefällt mir richtig gut. Ich freue mich über meinen Kauf. Und ich habe ein Samtsäckchen. So, ich habe noch ein bisschen mehr Schmuck gekauft. Und zwar habe ich von Classic Gold zwei Armbänder gekauft. So, das eine Armband ist wirklich jetzt auch, ja, farblich jetzt nicht passend, aber themenmäßig sehr, sehr passend zu dem, was ich jetzt umhabe. Das ist so ein bisschen, ja, maritim halt, ne? Du hast da so einen Anker drauf, das ist jetzt in Rosé Gold mit so einem schönen grauen Armband und das kannst du natürlich Größen verstellen. Es kommt hier in so einem schönen Kissen und ja, ich finde, es fühlt sich auch einfach schön an, es sieht gut aus und ja, ich freue mich auch, das zu tragen. Da brauche ich aber dann tatsächlich roségoldenen Schmuck für und nicht Silberschmuck. Ja, dann passt es halt besser zusammen und ich finde es einfach auch echt schön verpackt. Du hast hier ein schönes Kästchen mit dabei. Also auch das kannst du super mal nehmen, um das zu verschenken. Das ist ein schönes Kästchen. Ja, mag ich richtig gerne. Ich mag ja sowieso gerne so maritim. Das ist, ne, schon so ein bisschen meins. Ich fühle mich da einfach wohl und zu Hause. So, und das nächste Armband, was ich habe, ist auch wieder von Classic Gold. Auch in so einer schönen Schatulle wieder drin, die man wieder so öffnen kann. Und ja, hier hast du dann auch nochmal die Kollektion drin. Das war im anderen auch. Und hier ist so ein Armband mit drin, was ich auch echt schön finde. So ein silbernes. Da steht hier auch Classic Gold drauf. Das ist halt die Marke, ne? Und das Armband kann man sich dann halt ganz normal so ummachen. Und hat dann halt so ein steifes Armband, sage ich mal. Du könntest es auch noch ein bisschen zusammenpressen, damit es halt von der Größe her ein bisschen besser passt. Ich habe jetzt sehr, sehr dicke Arme. Aber es ist auch so, also nicht dicke, ne? Sie sind halt einfach kräftiger, was ich jetzt nicht schlimm finde. Es ist jetzt nicht dick auf Gewicht gezogen. Also nicht falsch verstehen, bitte. Genau. Und ich finde es auch ganz schön, wenn man das einfach ein bisschen höher tragen kann. Und ja, das gefällt mir einfach gut. Ich finde es auch qualitativ echt schön, ne? Hier drin ist es so gebürstet und draußen ist es dann so, ja, glänzend. Ja, jetzt habe ich mir zwei unspektakuläre Sachen geholt. Und zwar im Doppelpack sind das einfach Schuhsohlen. Einmal sind das echt Lederschuhsohlen. Ne? Das ist jetzt von Green Feet. Das ist meine Größe 41. Das sind einfach 2x2 Stück. Ich habe immer Sohlen bei mir in den Schuhen drin. Das ist jetzt Leder und unten drunter hast du Kork. Das ist auch ein bisschen angenehmer fürs Tragegefühl. Ja, ich habe jetzt nicht teure Schuhe oder so. Dementsprechend brauche ich auch immer Sohlen drin. Und ja, so sehen die zum Beispiel aus. Jetzt oben drauf sind die mit Leder. Hier hast du dann auch das Fußbett entsprechend. Beziehungsweise nicht Fußbett, sondern du hast hier diese Löcher und so, ne? Dass halt die Fußdurchlüftung gegeben ist. Und hier unten drunter ist so eine Korkbeschichtung. Halt um das Ganze noch so ein bisschen, ja, um das Tritt sicher zu machen. Um den Tritt abzudämpfen. Ich weiß nicht, wie man das sagt. In Fachkreisen, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich mir die bestellt. Fand ich gut, finde ich gut. Werde ich jetzt auch in meine Schuhe packen. Und dann habe ich mir noch Barfußsohlen bestellt. Auch von Green Feet sind die, ja, ne, das sind halt ganz normal so Frottisohlen. Die kannst du in deine Ballerinas oder so reinmachen. Oder ich habe halt so Sneaker, wo ich dann auch gerne mal barfuß reinschlüpfe. Und ja, die sind halt ganz normal, wie man sie so kennt, ne? Und ja, hier unten drunter dann halt auch nochmal mit so einem Hallo, willst du mich hell machen? Danke. Ja, mit so einem Material, was halt so ein bisschen dämpfend auch ist. Das finde ich immer ganz angenehm, dass du halt nicht direkt gefühlt auf dem Boden läufst. Doch, auf dem Boden schon, aber dass du nicht jeden Stein unterm Fuß merkst, sondern dass du auch so eine Art Fake-Fußbett hast. Wenn du jetzt zum Beispiel die so günstige H&M-Schuhe oder Deichmann-Schuhe oder so holst, die echt nicht teuer waren, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass die ein mega gutes Fußbett haben. Und da bietet es sich halt an, solche Sachen reinzulegen. Ja, wird Claudi jetzt Öko? Man weiß es nicht, ich glaube nicht. Nein, ich würde es nicht unterschreiben. Aber ich habe mir Mosquito Lumonu geholt.
was ist hier wohl drin? Diese Verpackung ist auch sehr öko von der Oberfläche her. Das sieht man auch hier. Das ist so recyceltes Papier. Und hier drin, hier hinten steht auch drauf, Herstellung ohne Tierversuche. Wenn ihr gleich das Produkt seht, dann freut ihr euch, dass es nicht an Tieren getestet wurde. Das ist vegan, auch das ist gut. Grüner Punkt ist drauf. Von Venice oder Venice Trading GmbH. Die sitzen in Bremen. Ich hol's mal raus, okay? So, entgegen kommt uns ein Säckchen, wo das Produkt bzw. die Produkte drin sind. Dann habe ich hier ein Sachet mit Gleitgel. Gleitfreude. Gleitgel auf Wasserbasis. Ne? Und dann habe ich hier ein Handbuch, wie man das Produkt zu verwenden hat. Wir machen dieses hübsche Säckchen mal auf. Ja, ich spanne euch jetzt mal so richtig auf die Folter. Denn erst zeige ich dir das Produkt, was mitgeliefert wurde, um das Produkt, was ich gekauft habe, zu reinigen. Ich habe auch in die Bewertung reingeschrieben, dass ich das nicht dafür verwenden werde, weil ich das, ich habe irgendwie, ist es Holz und ich glaube, es ist unhygienisch, Leute. Ich habe mir Menstruationstassen geholt. Seid nicht allzu schockiert, ne? Also die sind jetzt ja unbenutzt, also kann ich die auch zeigen, in die Kamera halten und jetzt hier so anfassen. Ja, es ist einmal so ein Ultra-Oschi von Vieh, wo ich einfach ein bisschen Angst habe und ich glaube, das wird ein wenig zu groß sein. Also ich glaube, dass eher die kleine Tasse was für meine Bedürfnisse sein wird, weil ich einfach noch keine Mama bin. Man sagt einfach, wenn man halt noch keine Mutter ist, aber halt eine junge Frau, dann kann man halt die normale Größe verwenden und wenn man schon eine Mama ist und ein Kind auf normalem Wege untenrum geboren hat, dann sind solche Tassen auch vollkommen passend. Ne? So. Was ist eine Menstruationstasse überhaupt? Eine Menstruationstasse kann als Alternative zu einer Binde oder zu einem OB verwendet werden. Diese Tasse füllt man sich entsprechend ein, indem man sie ein bisschen, upsala, das muss ich aber noch lernen, dafür das Gleitgel sehr gut, so ein bisschen zusammendrückt. Ne? Dann füllt man sich die halt ein und muss man halt entsprechend fühlen, da unten, wo das halt entsprechend rein muss, damit es, ich weiß nicht, ich glaube mit dem Muttermund oder sowas oder wie auch immer, muss es abschließen und dann kannst du es vorsichtig öffnen und ja, dann hält es halt da dran und fängt dein Blut auf. So, und ich habe mir gedacht, dass es gar nicht so verkehrt ist, weil es nervt mich, OBs zu verwenden. Dieses Produkt kannst du Ewigkeiten, also jetzt nicht 100 Jahre, aber du kannst es, wenn du auf der Arbeit oder in der Schule bist, einfach drin lassen und du musst nicht zwischenzeitlich dein OB wechseln. Finde ich super wichtig. Ja, denn manchmal bist du auch irgendwie unterwegs und hast nicht immer die Möglichkeit, eine hygienische Möglichkeit, deinen Tampon zu wechseln. Da kommt sowas einfach ganz gut. Und hier ist es ganz praktisch. Du hast hier auch so kleine Löchlein, dass es sich halt nicht zu sehr festsaugen kann. Und du es halt auch entsprechend wieder rausbekommst. Dann hast du hier unten ein Pinöppel zum Ziehen, nenne ich das jetzt einfach mal. Wie genau man das anwendet, ich weiß nicht. Ja, und hier unten ist halt einfach nochmal so ein Friemelding dran, womit man das Ding halt auch einfach wiederfindet. Ja, ich habe auch von Bekannten gehört, dass die dieses Friemelding unten abgeschnitten haben, weil es die beim Sitzen gestört hat oder wenn man zum Beispiel reiten geht oder so. Ja, da muss ich mich nochmal entsprechend rantasten und kann euch da entsprechend dann eine Review geben, sobald ich es benutzt habe. Habe ich aktuell natürlich noch nicht, weil es gerade erst fresh in der Amazon-Heulkiste drin ist. Aber ganz ehrlich, wer von euch würde dieses Ding hier benutzen, um sein Vieh damit zu reinigen? Ich würde es nicht benutzen. Auch wenn das halt so Synthetikborsten sind, aber es ist einfach Holz. Nein. Ich hatte schon länger mit mir darüber diskutiert innerlich, ob ich mir die Dinger jetzt hole oder nicht und hatte sie tatsächlich sogar schon mal bei Rossmann stehen sehen, aber ich habe mir gedacht, nee. Und ja, jetzt habe ich es mir doch geholt, ne? Als nächstes habe ich diesen Regenschirm. Der ist durchsichtig. Ich hatte vorher so einen durchsichtigen Regenschirm und der hier ist einfach, ich gehe mal kurz weiter nach hinten, riesig. Und ja, ich liebe ihn jetzt schon und freue mich, ihn jetzt bald anwenden zu können, denn ich zeige ihn euch jetzt, ja. Das ist einfach so ein ganz normaler Regenschirm, der halt hier durchsichtig ist und ja, wo du dann halt nirgendwo gegenlaufen kannst. Und der ist so groß, da passen auch zwei Leute drunter. Den ich vorher hatte, der war auch durchsichtig und hatte rosa Herzen drauf. Der ist mir letztens beim Sturm leider kaputt gegangen. War blöd. Und jetzt habe ich halt einen neuen und das finde ich super. Und der ist groß und der ist toll und der ist durchsichtig. Und ja, er ist einfach ein Mädchenschirm. Aber er hat keine rosa Herzen drauf. Die vermisse ich schon ein bisschen, ne?
Etwas für Sammy durfte natürlich auch nicht fehlen. Da habe ich einmal mitgenommen von Purava Premium eine Haarschere. Ja, jetzt nicht Hilfe schreien. Das hier ist einfach für seine Pfotenhaare. Sammy geht zwar viel spazieren mit uns, aber wir gehen hauptsächlich durch den Wald spazieren. Da kann er sich sowohl seine Krallen als auch seine Pfotenhaare nicht ordentlich ablaufen. Und Sammy ist ein sehr haariger Hund. Ihm wachsen sehr, sehr schnell Haare aus und sie fallen ihm überall dann halt auch recht schnell aus. Außer seine Pfotenhaare. Das ist sehr merkwürdig. Die müssen wir dann immer drin. Und da er keine elektronischen Geräte mag, also auch unseren Staubsaugerroboter hasst er, machen wir das halt manuell. Kannst du jetzt nicht mit dem Haartrimmer rübergehen, sondern halt mit einer Haarschere. Und wir hatten keine und jetzt haben wir eine. Die ist halt hier in so einem ganz normalen, schönen, ich würde sagen, Echtleder-Etui. Bin mir aber nicht ganz sicher. Hat hier schön so ein Emblem drauf. Auch das finde ich mal sehr hübsch. Und ja, das ist jetzt einfach eine ganz normale Haarschere, die hier auch noch hier so einen Halter hat für die Finger, was ich schön finde. Hier oben noch so ein Stopper und damit kann ich ihm dann professionell die Pfotenhaare schneiden. Und ich glaube, das wird er schöner finden, als wenn ich da mit unseren normalen Allzweckscheren hantiere, weil die sind dann immer auch extra dafür gemacht. Die sind ja, glaube ich, auch etwas schärfer und damit kann man einfach besser arbeiten. Ja. Des Weiteren habe ich für Sammy geholt, meine Kerze ist ausgegangen. Mache ich nachher neu. Von Alexander Wegen aus Gronau. Hier so eine Hundeleine. Das ist so eine Schleppleine. Weiß ich nicht, habe ich euch eben reingeschrieben. Auf jeden Fall ist es halt für uns im Wald sehr wichtig, dass du halt auch, wenn da irgendwelche Jogger kommen oder Fahrradfahrer, dass du nicht nur, dass dein Hund nicht nur sichtbar ist, sondern auch du und auch die Leine. Also das ist immer sehr wichtig und dementsprechend muss man vorsorgen. Und das hier ist halt eine richtig krass orangene Leine. Die hat hier so Gummiviecher, ne? Also das Schwarze, was du hier siehst, das ist halt wirklich, damit du einen besseren Grip hast. Gut, Sammy zieht nicht, aber bei anderen Hunden macht das wahrscheinlich durchaus Sinn. Und ja, ne? Also das ist immer ganz niedlich. So sieht die Visitenkarte aus, die mitgeliefert wurde. Finde ich auch ganz hübsch, ne? Da sollte man auch mal die nationalen Verkäufer etwas unterstützen. Apropos spazieren gehen, da habe ich auch was für mich bestellt. Und zwar so eine richtig schöne Regenjacke. Die habe ich mir tatsächlich auch etwas größer bestellt, damit ich da auch ein bisschen was drunter ziehen kann. Und ja, ich habe hier Taschen. Sie ist hell, das heißt, ich bin damit auch echt sichtbar. Ich habe für den Fall der Fälle auch eine Kapuze. Auch das finde ich ziemlich gut. Also, dass man da auch wirklich, ja, ordentlich mit spazieren gehen kann. Also auch eine Kapuze, die dann auch wirklich schützt, ne? Und nicht nur so eine Möchtegern-Kapuze, die nur irgendwie bis hier geht oder so, sondern eine Kapuze halt, die dich vor Wind und Wetter schützt. Ja, also ich hoffe, dass diese Regenjacke dann auch wirklich wasserdicht ist, ne? Aber ich fühle mich damit ganz sicher und ich glaube auch, dass die Farbwahl ganz gut war, weil man vor allem im Wald damit auch einfach gesehen wird, ne? Das sind jetzt unnatürliche Farben, also blau und rosa, damit wirst du gesehen. Hätte ich jetzt irgendwie eine grüne oder so geholt, dann verschmilzt du halt schnell mit dem Wald und ich möchte einfach, wenn ich spazieren gehe, sichtbar sein. Und diese Jacke finde ich einfach gut, weil sie ist halt an den Armen auch ziemlich lang, aber sie hat halt nicht so ein Bündchen, das finde ich auch mal ganz angenehm. Und sie ist auch von der Länge her echt passend, also das sieht man da nicht, ne? So. Genau, also von der Länge her finde ich die passend. Die geht halt auch so etwas über den Hintern. Ja, kann ich mich nicht beschweren. Ich finde die echt toll. Dann habe ich etwas gefunden, was ich eigentlich nur gekauft habe, weil ich das so niedlich fand. Von Buntfink, ein Tee ist das, Clear Focus. Kräuterteemischung aus Sencha, Grüntee, Limon, Lemongras, grünen Mateblättern, Zitronenschalen, Ginkgoblättern, Kakaoschalen, weißem Kurkuma, Rosenblütenblättern, schwarzem Pfeffer und Gotha-Cola. Das ist 100% natürlich, made in Germany und 100% vegan. Ja, den fand ich auch ganz cool. Den machst du einfach ganz normal als Tee. Ja, und dann soll das entsprechend dich fokussieren und konzentrierter arbeiten lassen. Auch das fand ich einfach praktisch. Ich habe auch so Tee-Einsätze. Zum Beispiel hatte ich bei meiner Barbara-Box war das, glaube ich, oder Insta-Box. Nee, die Insta-Box war das. Hatte ich so ein kleines Eichhörnchen mit dabei. Ein kleines Eichhörnchen-Tee-Ei. Sieb, Dingenskirchen, wo du halt den Schwanz so reinmachst und dann den Tee da in den Schwanz machst und dann kommt der Schwanz in den Tee und dann ist das okay. Auf jeden Fall, das ist dafür und ja, der wird verwendet. So, zwei Sachen haben wir noch. Drei Sachen haben wir noch, genau. Zum einen habe ich mir dann noch was bestellt. Ich arbeite ja viel im Büro und dadurch, dass ich ja auch hier mit YouTube dann viele Videos schneide und dann vorm Computer sitze,
habe ich eine ziemlich schlechte Haltung. Also ich sitze meistens so. Das ist nicht gut. Also ich sitze wirklich so und habe dann meinen Buckel und ist nicht so rückenfreundlich, was ich mache. Und da habe ich etwas gesehen, was ich einfach jetzt mal verwenden werde und hoffe, dass es funktioniert. Das ist hier von MoLife mit so einem coolen Löwen drauf. Kommt es in so einem kleinen Säckchen. Und man muss ja auch so ein bisschen an seine Zukunft denken, denn es gibt leider sehr, sehr viele Büroleute, auch wenn, ja, also, wie sage ich das jetzt? Alle Leute, die körperlich arbeiten und auch in einem Handwerk arbeiten, haben natürlich eine größere Belastung, als ich die habe. Aber alles, was so Bandscheibenvorfälle aufgrund von Fehlstellung beim Sitzen angeht, sind wir Büroleute sehr, sehr in einer Risikogruppe. Es ist einfach so. Also es gibt wirklich viele, die da auch echt Probleme mit haben, weil man halt falsch sitzt. Also heutzutage ist das alles ein bisschen, du sitzt halt den ganzen Tag auf einer bestimmten Stelle und du bewegst dich echt kaum. Ne? Du hast halt deinen Kopf, der die ganze Zeit arbeitet oder deinen Mund oder wie auch immer. Ne? Oder deine Hände. Aber der längste Weg ist ja eigentlich von meinem Büro bis zum Kopierer hin und her. Und das ist echt nicht gut, was man da so macht. Und ich habe auch so Sitzkissen, die ich bei mir habe, um halt präventiv vorzubeugen. Die benutze ich entweder als Sitzkissen, damit man halt so ein bisschen diesen Sitzball-Effekt hat, um das Ganze zu stabilisieren und den Rücken gerade zu halten. Und ich habe auch dieses Sitzkissen, das kann ich dann umdrehen und dann sind das so Pinöppel nach oben. Die verwende ich auch gerne, um einfach mal zwischendurch eine kleine Fußmassage zu haben. Wenn man zum Beispiel mit hohen Schuhen im Büro läuft, ist das ein Traum. Ich gucke mal, ob ich dieses Ding finde. Das kann ich dir mal verlinken. Kann ich dir nicht zeigen, ist im Büro. Naja, auf jeden Fall. Da habe ich mir jetzt so ein Teil geholt. Hier siehst du da auch schon diese Bedienungsanleitung. Es soll machen. Ich habe es mir auch in LXL bestellt, weil ich halte mich für keine S oder so. Also ich bin nicht so klein. Und von der Größe her passt es auch ganz gut. Ja. Also du hast auch so Viecher mit dabei, die du dir unter die Achseln so klemmen könntest. Die brauche ich aber nicht. Also ich habe das bei mir so, dass ich das nicht dafür verwenden muss. Und zwar ist das hier so ein Gurt, den man sich halt entsprechend anlegt. Das mache ich jetzt mal. So, also ich habe den Gurt angelegt und dann sind hier so zwei Streifen. So, das muss man halt ein bisschen langziehen und halt festziehen vor allem. Und zieht sich das dann entsprechend um die Achsel nach oben und kann es dann hinten wieder festklemmen. Das muss man immer wieder ein bisschen nachjustieren, weil es beim Anfang halt nicht so fest sitzt. Genau. So. Also ich habe das jetzt nicht aufs Festeste gestellt, aber ihr seht schon, wie das arbeitet. Ne? Das zieht meine Schultern halt nach hinten, sodass ich wirklich so sitze. Halt von der Seite. Ich zeige euch meine Möpse. Herzlichen Glückwunsch. Ja, man sitzt halt wirklich gerade damit, ne? Und das ist auch die Intention des Ganzen. Was ich natürlich ein bisschen schwierig finde, wenn ich am Computer arbeiten möchte, ich sitze so ein bisschen wie ein Hulk. Oder wie jemand, der Rasierklingen unter den Armen hat. Ja, also da muss man sich dran gewöhnen. Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und finde es auch sehr, sehr angenehm. Selbst wenn es vielleicht in dem Moment jetzt nicht unbedingt einen nach hinten aktiv zieht oder so, ne? Aber es erinnert einen immer wieder daran, Claudi, sitz gerade. Achte auf deine Schultern. Fall nicht wieder so in dich zusammen und sitz nicht wie Gollum. Also das ist halt wirklich wichtig und ich finde das auch sehr, sehr cool. So sieht das von hinten aus. Ja, genau. So. Ne? Man sieht so ein bisschen aus, als hätte man hier so einen Pistolenhalfter. Kennt ihr die? Also in Filmen sieht man das ja manchmal, ne? So ein bisschen sieht das so aus. Aber ich finde es praktisch und ich finde es einfach auch gesundheitsfördernd. So, genau. Und hier hinten hat es einfach nochmal so ein verstärktes Polster an der Wirbelsäule. Und hier diese Dinger sind ganz gut, damit du halt die diese Schnüre fester ziehen kannst, ne? So, dann sind da halt auch so kleine Löchlein drin, damit es halt atmungsaktiver ist und so und du nicht damit schwitzt. Und ich finde es super. Ich finde es wirklich super. Tolles Teil. Aber diese Achselpads, keine Ahnung, sind halt einfach so. Kannst du die auch noch drum klippen. Ich glaube, dann sitzt du noch mehr so. Das wäre dann nicht so ganz so meine Welt. Ja, ich habe mal wieder Babykram geholt. Natürlich habe ich Babykram geholt. Ich hole immer auch Babykram, wenn ich bei Amazon was kaufe, oder? Es ist immer Babykram dabei. Es sind sogar drei Teile. Ja, erstmal habe ich ein Baby-Badeset geholt. Das sind, ist ein Kapuzen-Badetuch, ein Waschlappen und ein Babykram. Fand ich einfach süß. Ich meine, was willst du dazu sagen? Es ist so eine richtige Geschenkverpackung, so ein richtiger Karton. Das finde ich toll, weil ihr Baby das Beste verdient. Ja, und
Genau, das Kapuzenbadetuch ist 90x90 cm, der Waschlappen 20x20 und der Babykamm ist aus Bambus. So sieht das Set aus. Also ich glaube, da muss ich nicht allzu viel rausnehmen, weil das ist halt vom Motiv her, ne? Also es ja, ist halt mit Öhrchen, ne? Es ist für einen Jungen, es hat Öhrchen dran, es ist niedlich und da kommt der Kopf von dem Baby rein und dann hat der kleine Öhrchen auf. Es fühlt sich echt schön weich an, auch echt, finde ich toll, finde ich niedlich. Dann hast du da auch diesen hübschen Kamm mit dabei für Babyhaar, finde ich das auch super süß. Und halt dann auch einen entsprechenden Waschlappen mit dabei. Und ich finde, sowas ist auch einfach ein schönes Set, was man schenken kann zur Geburt oder so. Und ja, das fand ich einfach hübsch. Und diese Öhrchen, ich meine, guck dir die mal an, das ist so niedlich. Ich liebe alles, was Öhrchen dran hat. Das sind richtige Flauschi-Öhrchen in den Öhrchen drin. Das Blaue ist auch flauschig. Das ist so samtig, flauschig, niedlich. Genau, ja, sowas zum Verschenken, weil ich halt wirklich selber kein Baby habe und nicht in der Familienplanung bin, aber jetzt aktuell viele bei uns Babys kriegen und da finde ich halt solche Geschenksets total super. Ein weiteres Geschenkset, was ich auch noch habe, ist von Igelchen Babydecke Kuschelvlies. Da konnte man sich auch unterschiedliche Motive auswählen. Ich habe mich jetzt für dieses hier entschieden. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Ich glaube Zoo oder sowas, aber ich habe es euch ja unten verlinkt, da kannst du auch mal nachschauen. Von der Verpackung her finde ich das auch schön, ne? Das ist halt wirklich so ein recycelter Karton und ja, Confidence in Textiles, Igelchen GmbH, die sitzen in Osnabrück, auch das ist wirklich alles sehr regional, Kuschelbabydecke 70x100 cm, hellblau Zoo, genau, das war das. So, dann macht man den Karton auf. Und hat dann hier wirklich diese Babydecke. Und was ich total schön finde, der hat halt von der einen Seite dieses samtig weiche Deckengedöns halt. Ne? Und wenn man die Decke dann halt umklappt, dann hast du da so... Ich will das irgendwie schön zeigen. Hallo. Ich nehme es jetzt vorsichtig mal raus. So. Dann kann ich das hier nämlich so umklappen, genau. Und da hast du dann wirklich diese blauen Noppen und die fühlen sich auch einfach schön an. Ich denke, dass es auch wärmespeichernder sein wird, weil wenn du dann noch so Lufteinschlüsse hast, ist es auch irgendwie, oder von der Haptik fürs Baby, ich weiß es nicht. Aber es muss ja einen Grund haben, weswegen viele solche Babydecken solche Noppen haben. Finde ich total süß. So, dann hast du hier 5 Millionen Aufhänger noch mit dabei. Keine Ahnung warum, frag mich nicht. Man kann es bei 30 Grad waschen. Also hier ist auch nochmal die Wascheinleitung mit dabei. Das finde ich auch ganz schön. 100% Polyester. Ja, keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ich fand es auf jeden Fall süß und habe mir deswegen geholt. Und das wird dann eine werdende Mutter von uns kriegen. Beziehungsweise beim Kindpinkeln verschenken wir meistens von der Clique aus dann irgendwelche Sachen. Und mein Freund und ich, auf meinen Wunsch hin, verschenken dann immer noch separate Geschenke eigentlich auch. So, und das letzte Teil ist auch noch ein Babyteil. Und das fand ich von der Verpackung her ultra schön. Sleep Well Baby Hakuna Matte aus Hamburg. Und ja, da kannst du hier dann theoretisch auch draufschreiben für so und so, wenn du das irgendwie verschenken möchtest. Und ich finde die Verpackung schon mal so toll, ne? So, dann kannst du diese Box einmal öffnen. Und hier hast du dann auch noch so eine Babydecke drin. Auch die ist genauso wie die Babydecke Kuschelvlies, die ich eben hatte. Die Noppen, die hier drauf sind, sind etwas dezenter. Und ich habe mich hier für eine Unisex-Variante, sage ich mal, entschieden. Und das ist jetzt einfach in so einem Cremeweiß. So. Und die fühlt sich einfach total schön an. Auch alles unten in der Infobox verlinkt. Und sowas ist auch direkt ein schöner Geschenkkarton, den man so einfach abgeben kann. So, der Haul ist vorbei. Oh, meine Haare sind immer noch zu. Ich lasse sie jetzt zukommen für die letzten paar Sekunden. In diesem Video kannst du zwei Sachen gewinnen. Und zwar habe ich dir einmal dieses Rosenwasser mit beigelegt, weil ich das so geil finde und dich einfach mal an dieser Tollheit teilhaben lassen möchte. Und dann bekommst du auch noch eins von den beiden Armbändern. Und in dem Fall ist es das silberne. Genau, was ich auch so schön finde, ne? Bitte verzeih mir, dass ich es einmal jetzt fürs Video zum Testen umgelegt habe, aber ich finde es einfach in der Verpackung auch total edel und halt wirklich schön zum Verschenken. Deswegen möchte ich einfach einem von euch eine Freude machen und diese zwei Sachen in diesem Video verlosen. Was du dafür tun musst, steht zum einen in der Infobox, also quasi detaillierter Verlosung, gehen bei mir 4 Wochen. Du musst Abonnent meines Kanals sein und dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn es dir gefallen hat, genau. Und ja, gegebenenfalls einen Hashtag verwenden, aber... Das steht alles unten in der Infobox. Schau einfach mal rein.
So ihr Lieben, das war es jetzt auch mit meinem Amazon Haul. Es war doch mal wieder ganz schön viel. Es sammelt sich echt einiges an. Aber es gibt ja auch echt ordentlich viele Anlässe zurzeit, ne? Ja, und wenn man Produkttester auf dieser Seite, die ich hier unten verlinkt habe, ist, dann bekommt man vieles einfach so viel günstiger. Das Einzige, was ich jetzt nicht im Rahmen dieses Produkttests, der Produktteste bestellt habe, war zum einen das Rosens Rosenwasser und die Luftpolsterumschläge. Alles andere habe ich wirklich über die Produkttester-Seite bestellen können. Richtig praktisch. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Hauls von mir. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!